heute ein neuer Vlog. Wir sind hier in Malaysia zum Finale. Jetzt geht's los. Training. Bin schon nicht aufgeregt, aber ein bisschen angespannt, dass alles glatt läuft. Wir nehmen euch wieder mit und bis später. Was war das? Er läuft oder was? Ja, er läuft schon. Okay. Also, der Tag ist vorbei. War gut. Erstes Training waren wir auf P1. Zweites Training haben wir ein bisschen verkackt. Sind wir Vierter oder Fünfter gewesen. Aber haben jetzt am Setup ein bisschen was gemacht. Es ist ziemlich heiß draußen. Wir haben über 50 Grad Streckentemperatur, was das Ganze nicht einfach macht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt früh pennen und schnell was essen. Morgen früh Qualifying und Rennen 1. Ganz wichtig für die Meisterschaft. Drückt mir die Daumen. Bis morgen früh. Also guten Morgen, ihr habt es gesehen, wir haben uns gerade aufgewärmt. Jetzt geht es ins Qualifying, es wird richtig, richtig schwer werden. Aber ja, A und O ist, dass wir das Ding in die erste Startreihe stellen und dann schauen wir mal, was jetzt geht. Jetzt geht es ab ins Qualifying. Also Qualifying ist vorbei, war sehr schwierig, wie erwartet, war nicht ganz schlecht, aber auch nicht super. Wir stehen auf Platz 3, was heißt zweite Startreihe. Wir haben sie leider die erste fliegende Runde gestrichen wegen Track Limits, sonst hätte es für Platz 2 gereicht. Wir müssen ehrlich sein, für P1 auf Pole hätte es dieses Wochenende einfach nicht gereicht. Mitchell hat einen super Job gemacht. Das Problem war bei uns einfach dadurch, dass wir viel mehr Gewicht drin haben, weil wir die letzten 4 Rennen in Folge gewonnen haben. Sind die anderen Autos alle leer vom Gewicht und wir sind auf maximalem Gewicht. Und gerade bei den Temperaturen, wir haben über 50 Grad Streckentemperatur, merkt man es natürlich enorm. Aber es hilft jetzt nichts. Wir haben jetzt Rennen. Ihr habt es gerade gesehen, wir suchen jetzt die Reifen raus. Auf der Vorderachse fahren wir natürlich einen neuen. Hinterachse versuchen wir einen schlechten Reifen zu fahren. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding irgendwie über die Zeit retten können und versuchen jetzt im Rennen trotzdem noch mit dem Mehrgewicht einen guten Job zu machen und dann hoffentlich den Meistertitel das Wochenende einfahren können. Wir nehmen euch natürlich mit und jetzt gehen wir uns vorbereiten fürs Rennen. Bis später. Wir suchen gerade
den perfekten Hinterachsreifen fürs Rennen 1. Weil das Problem hier ist, der Yokohama-Reifen ist ziemlich soft und der baut ziemlich schnell ab. Und wir versuchen das Setup jetzt so abzustimmen, dass wir die Hinterachse so schlecht wie möglich machen. Dann wird man in den ersten Runden ein bisschen übersteuern haben, das heißt, die Hinterachse wird leicht kommen. Aber zum Ende des Rennens wird uns das helfen. Dadurch, dass die Vorderachse dann ja, einfach länger lebt und nicht so krass beansprucht wird, wenn man jetzt eher versucht, auch übersteuern abzustimmen. Und wenn wir jetzt einen guten Reifen an die Hinterachse nehmen, dann wird es in den ersten Runden zwar super funktionieren, aber dann wird der Vorderachsreifen schneller abbauen und dann wird es ganz schwierig, mit dem Auto, was viel untersteuert, das Rennen gut zu Ende zu fahren. Daher jetzt schlechten Hinterachsreifen suchen, vorne kommt neu drauf. Versuchen irgendwie das Ding heute zu rocken. Aber wird schwer, wird schwer. Was haben wir sonst noch? Turn one. Now Mitchell Chi has faced this before. He's gone head to head with Luke Rinks for last season. And Exler's saying, well, no, actually, I'd like to have a slightly better line with his corner, so maybe I can take the position from him too. No, you can't. Well, it's a four mark with that style of competition. That's technical shit. I don't think so, but why not? Exler continue the winning streak. So, no frustration for them. And no. Also, der Tag ist vorbei, war nicht schlecht. Von 3 auf 2 hat gereicht, dass wir die Meisterschaft holen können. Sind alle mega happy, ist super gelaufen. Morgen dann von Reverse Grid. Aber ehrlich gesagt, ist morgen jetzt erstmal zweitrangig. Wir fahren erst um 7, das heißt, wir hocken heute Abend noch ein bisschen nett zusammen. Und dann schauen wir mal, was morgen gibt. Aber sind jetzt schon mehr als happy, wenn wir die Meisterschaft im Sack haben. Und ja, jetzt gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh zum letzten Rennen TCR Malaysia und sehen wir uns. Bis dann. Ciao. Ja? Also Leute, zweiter Tag. Heute ein Rennen. Eigentlich gar nicht viel zu sagen. Wir nehmen es sehr, sehr locker jetzt an. Wir haben den Meisterschaftstitel schon in der Tasche. Wir versuchen jetzt noch für Hyundai die Herstellerwertung zu gewinnen, was sehr, sehr schwierig wird. Wir geben aber alles. Wir nehmen euch wieder mit zum Rennen.
Und jetzt dann gleich mal auf zum Grid. Bis später. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet high? Cause I've been feeling that crazy, and I need to lose control. So baby, put the record on. Baby, put the record on. So. Letztes Race. Letztes Rennen. Deutsch-Englisch-Sprecher. Eigentlich gar nicht angespannt, weil den Titel haben wir im Sack. Jetzt heißt es nochmal hier die Hütte ganz lassen, keinen Scheiß bauen. Versuchen natürlich auf den Sieg zu fahren, aber das A und O ist jetzt die Herstellerwertung. Das wird sehr schwierig, weil einfach viele, viele VWs hier sind. Aber wir geben unser Bestes. Und ja, schauen wir mal, was daraus wird. Es sind ein paar schnellere Autos hinter uns mit viel weniger Gewicht bei den heißen Temperaturen. Aber wie gesagt, das ist uns eigentlich egal. Wir konzentrieren uns auf unseren Job und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bis später. Cause I've been feeling that crazy, and I need to lose control. So baby, put the record on. Baby, put the record on. Hit it. And I've been needing that crazy, and I gotta let it go. So baby, put the record on. I'm not gonna need that song. Hit it. Also Leute, das Wochenende ist vorbei, die Meisterschaft hier in Malaysia ist vorbei. Es war einfach Wahnsinn, 5 Siege von 6 Rennen, einmal zweiter Platz. Es hätte nicht besser laufen können. Wir kommen gerade von der Siegerehrung zurück, da durften wir leider nicht filmen. Aber wir blenden mal ein Bild ein. Genau, so sah das aus. Echt mehr als happy. War eine super Vorbereitung für uns hier bei den Temperaturen, den Reifen, den wir in der kommenden Saison fahren werden. Ich hoffe, ich darf bald veröffentlichen, was ich dieses Jahr alles fahren werde, weil es wird ein Wahnsinnsprogramm werden. Es wird viel auf uns zukommen. Wir versuchen wieder ein bisschen mehr zu filmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt, ihr könnt auch gerne auf meinem Instagram-Channel mir schreiben. Und wir versuchen einfach wieder ein bisschen mehr Videos zu machen. Von daher vielen Dank. Danke an Marco, danke ans Team, danke an Hyundai. Es war ein Wahnsinnswochenende, hat viel Spaß gemacht. Und ich denke, jetzt ist Zeit, dass wir noch ein bisschen Party machen gehen und dann geht's schon heim nach Deutschland für die nächsten Tests. Und wir sehen uns auch bald wieder. Bis dann, ciao.